Herzlich willkommen bei den Kolleginnen und Kollegen zu einem neuen Video und zu einer kleinen Alaskan Truck Simulator News. Und zwar wird es wohl jetzt wieder wöchentliche Updates zur Entwicklung des Alaskan Truck Simulators in Form von Steam Posts oder Discord Posts geben. Und der erste Steam Post ist am Freitag online gekommen und mehr dazu gibt's in diesem Video. Ja, vielleicht erinnern sich einige von euch noch an die guten alten Zeiten, in denen wir zum Alaskan Truck Simulator wöchentliche Devlog-Posts auf Steam bekommen haben. Und jetzt soll es auch wieder so ähnlich gemacht werden. Und zwar heißt das Ganze jetzt nicht mehr Devlog, sondern Truckers Update. Und der erste Truckers Update-Post kam am Freitag auf Steam online. Und einige von euch haben bestimmt mitbekommen, dass es so circa von Februar bis kurz vor der Gamescom komplett still wurde um den Alaskan Truck Simulator. Und es kamen keine Discord-Posts mehr, es kamen keine Steam-Posts mehr. Und genau darauf gehen die Entwickler in diesem Post nochmal ein bisschen genauer ein und erklären uns ein bisschen, wie es denn letztendlich dazu kam, dass wir so gar nichts mehr zur Entwicklung erfahren haben. Und zwar ist es wohl so, dass die Entwicklung des Alaskan Truck Simulators mit einem sehr kleinen Team angefangen hat, die eine Idee hatten und die Idee wurde eben immer größer. Und das Spiel wurde letztendlich ganz anders, als es ursprünglich geplant wurde. Also das Ganze ist jetzt positiv gemeint, denn es wurde eben viel umfangreicher und ja, sehr viel contenthaltiger, sag ich mal. Als es eben geplant wurde. Zum Beispiel eben mit der Base im Spiel, mit dem dynamischen Wetter- und Jahreszeitenzyklus und auch dem CB-Radio, also dem Funkgerät im Spiel, durch das wir eben aktuelle Informationen zu irgendwelchen Gefahren auf der Straße oder irgendwelchen Straßensperrungen bekommen. Außerdem erwähnen die Entwickler in diesem Post auch noch die realen Locations, die wir im Spiel erkunden können. Also wirklich reale Plätze in Alaska, die im Spiel eben eingebaut wurden. Und durch diese ganze Entwicklung muss dann eben dieses kleine Entwicklerteam vergrößert werden, was ja eigentlich ganz logisch ist. Und es wurden neue Programmierer und so weiter eingestellt und das war wohl auch die Ursache für das lange Schweigen in dieser Zeit, als eben das Team umgestellt wurde und neue Leute dazu geholt wurden. Das kann man, denke ich, aber auch ganz gut verstehen, dass in der Zeit dann vielleicht nicht so viel an Updates rausgehauen wurde. Eine Sache, die in diesem Post erwähnt wurde, fand ich besonders schön und das ist auch genau das, was das Spiel für mich so interessant macht. Und zwar steht hier, dass wir im Alaskan Truck Simulator nicht den Truck spielen, sondern den Trucker. Also wir spielen nicht den LKW, sondern eben den Fahrer. Das heißt, dass wir eben nicht an unseren Sitz gefesselt sind, wie zum Beispiel im Euro Truck Simulator, sondern dass wir uns eben frei bewegen können. Das heißt, wir können jederzeit aussteigen und theoretisch auch zu Fuß die ganze Map ablaufen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Wir haben eine HP-Anzeige, wir haben eine Hungeranzeige und so weiter, also der ganze Survival-Aspekt vom Spiel. Und ja, ich finde auch, dass auf jeden Fall das Spiel ausmacht. Und genau aus dem Grund finde ich die Vergleiche mit SnowRunner auch immer so unpassend, weil das, finde ich, zwei Spiele sind, die man gar nicht so gut vergleichen kann. Ja, und ein Entwickler hat übrigens auf Discord bestätigt, dass wir jetzt wohl wöchentliche News zum Alaskan Truck Simulator bekommen. Ob das dann immer in Form von irgendeinem neuen Truckers Update Post ist oder vielleicht auch nur mal eine kleine Discord Benachrichtigung, das weiß ich natürlich nicht. Da müssen wir dann mal abwarten, wie das Ganze dann umgesetzt wird von den Entwicklern. Ja, und ein Grund, warum ich auch jetzt zu dieser kleineren News heute ein Video hochgeladen habe hier, ist, dass ich kurz erklären wollte, wie ich diese wöchentlichen News in Zukunft hier auf diesem Kanal auch bringen will. Und zwar habe ich jetzt nicht vor, jede Woche so eine kleine News zu machen, weil so ein Steam-Post oder Discord-Post wahrscheinlich häufig dann nur irgendwie so 2 bis 3 Bilder und vielleicht ein bisschen Text enthält. Also so ähnlich wie jetzt in dem Post heute auch, wo dann eben gar nicht viel für ein Video bei rauskommt an Infomaterial. Und deswegen habe ich vor, das Ganze dann immer so nach 2 bis 3 Wochen, je nachdem wie viele News eben in den Posts enthalten sind, dann zusammenfasse auf meinem Kanal. Aber wie genau ich das dann mache, muss ich dann mal schauen, je nachdem wie das dann auch von den Entwicklern umgesetzt wird, wann wir da irgendwelche News bekommen. Sollte es allerdings größere, wichtigere, interessantere News geben, dann versuche ich natürlich, wie die ganze Zeit auch schon, so schnell wie möglich hier ein Video dazu auf meinem Kanal hochzuladen. Also da braucht ihr keine Angst haben, da ich das dann irgendwie nicht mehr mache. Natürlich, wenn es wichtige News gibt, dann versuche ich natürlich, so schnell wie möglich hier wieder ein Video zu machen. Ja, so, das war jetzt aber genug Gelaber von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen Video und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und zum Schluss noch ein paar neue Screenshots, die auf Steam veröffentlicht wurden.